Ein Großteil von meinem Alltag verbringe ich hier im Studio an diesem Schreibtisch, den ihr im Hintergrund sehen könnt. Das ist der Ort, wo die Ideen für Videos entstehen, wo die Planung stattfindet, aber auch das Wichtigste, der Schnitt. Und auch wenn ich mal wieder irgendein spannendes Video gesehen habe oder einen Artikel gelesen habe und in einem Rabbit Hole verschwinde, dann ist das auch meistens hier der Fall. Und in diesem Video möchte ich euch das Setup einfach mal im Detail zeigen und auch erklären, warum ich was wo stehen habe. Und ja, alles Weitere gibt's nach dem Intro. Viel Spaß! Das hier ist mein Setup. Ich habe es über mehrere Jahre so weit optimiert und viele verschiedene Dinge ausprobiert, zeitweise genutzt und dann doch wieder über den Haufen geworfen. Aktuell bin ich aber so zufrieden wie noch nie zuvor mit meinem Setup. Die Basis ist ein schwarzes Tischgestell von Ergotopia, das elektrisch in der Höhe verstellt werden kann, und tatsächlich nutze ich diese Funktion auch sehr oft, sodass ich mehrfach am Tag meine Arbeitsposition ändere. Es geht dabei auch nicht darum, den ganzen Tag nur zu stehen, da würde ich euch auch anlügen, wenn ich behaupten würde, dass ich nie sitze. Vielmehr geht es aber um die Abwechslung den Tag über. Ich habe mir auch angewöhnt, Arbeiten, die mir nicht ganz so viel Spaß machen, einfach konsequent nur im Stehen zu erledigen, damit ich das einfach durchziehe und nicht irgendwie wieder von anderen Dingen abgelenkt werde. Aber wenn ich nach einer längeren Session merke, dass ich etwas träge werde, ändere ich eben kurz die Position, und wenn es nur für 10 Minuten ist. Aber so habe ich wieder frische Energie und für den Körper ist das auch gut. Apropos Arbeit, die keinen Spaß machen, dank dieser sehr eleganten Überleitung kann ich an der Stelle ein fettes Dankeschön an Safdesk raushauen, den Sponsor von diesem Video. Ja, es geht um Buchhaltung. Nicht gerade mein Lieblingsthema, aber tatsächlich ein Punkt, mit dem sich gerade hier in Deutschland jeder Freiberufler und Selbstständige rumschlagen muss. Hätte ich damals, als ich mich mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt habe, direkt eine vernünftige Software genutzt, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich mir eine Menge Zeit und Ärger erspart. Die Safdesk-Software könnt ihr ganz einfach am Tablet oder PC benutzen und so immer auf eure Buchhaltung zugreifen und die vor allem aktuell halten. Außerdem gibt es die Safdesk-App auch für Smartphone, und damit könnt ihr ganz einfach von unterwegs alle Belege einscannen und die werden dann auch automatisch von der KI zugeordnet. Natürlich könnt ihr auch einfach Rechnungen und Angebote erstellen und ihr habt alle wichtigen Schnittstellen für das Finanzamt und den Steuerberater. Über den Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr Safdesk 14 Tage lang kostenlos testen. Und mit dem Code TechnikLike50 bekommt ihr 50% Rabatt auf den Jahrestarif. Wenn ihr selbstständig oder Freiberufler seid, dann solltet ihr auf jeden Fall mal in die Beschreibung schauen. Die Schreibtischplatte ist aus schönem Holz und 80 cm mal 2 Meter groß. Ich mag es total gerne, an einem großen Tisch zu arbeiten, wo nicht alles nebeneinander gequetscht ist, sondern man wirklich Luft zum Atmen hat. In 95% der Fällen ist der Tisch tatsächlich auch so aufgeräumt wie jetzt gerade, und nur selten stapeln sich hier andere Gegenstände. Auch wenn so eine große freie Fläche natürlich sehr verlockend ist, für meine Konzentration brauche ich aber diesen Platz um mich herum, und solange mein Tisch ordentlich ist, kann ich alles andere um mich herum auch ohne Probleme ausblenden. Mittlerweile ist es 3 Jahre her, dass ich mir das Pro Display XDR von Apple gekauft habe. Ich mache euch nichts vor, das Ding ist verdammt teuer und gerade der Standfuß ist schon eher eine Frechheit. Abgesehen von dem Preis kann man diesem Display aber nur sehr wenig vorwerfen. Die Panelqualität ist unfassbar gut, die Farben sind akkurat und identisch zu denen, die ich vom MacBook kenne, und die Kontraste sind auch richtig knackig. Für Bild- und Videobearbeitung ist das essentiell und erleichtert die Arbeit ungemein. Ich habe immer die bestmögliche Qualität und eine Menge Platz, um angenehm arbeiten zu können. Knapp 4 Jahre ist es her, wo das Pro Display vorgestellt wurde, und bis heute ist die 6K-Auflösung bei 32 Zoll Displaygröße einzigartig. Und hatte ich schon das tolle Design erwähnt? Das ist zwar bei einem Display nicht das Essentielle, aber mir ist das Design wichtig, und bei einem Produkt, wo ich täglich mehrere Stunden drauf schaue, möchte ich, dass alles stimmt. Es ist so zeitlos und clean, dass ich mich voll auf den Inhalt konzentrieren kann. Weil das Pro Display leider keine eingebaute Webcam hat und ich häufig in Videocalls bin, habe ich oben drauf die Insta360 Link. Diese Webcam ist genial. Sie hat eine 4K-Auflösung, sehr gute Mikrofone und einen Gimbal, wodurch ich dank KI immer mitten im Bild gehalten werde, egal wie ich mich bewege. Das Pro Display habe ich auf einer kleinen Erhöhung von der dänischen Firma Office Stands stehen. Dieser Stand mit der Schublade ist voll aus Metall gefertigt und pulverbeschichtet. Ich habe mich für Schwarz-Weiß entschieden, weil das super clean aussieht und farblich perfekt zu den Lautsprechern passt, zu denen komme ich aber gleich noch. Neben dem schlichten Design war aber auch die Stabilität ein
ein sehr wichtiger Faktor, weshalb ich mich für genau diesen Stand entschieden habe. Das Pro-Display wiegt mit dem originalen Pro-Stand nämlich wirklich viel und Office Stands wirbt auf ihrer Webseite extra damit, dass dieses Produkt das hohe Gewicht aushält. In dem kleinen Schubfach habe ich dann ein bisschen Kleinkram, den ich regelmäßig brauche, Adapter, SSDs, SD-Karten, ein SIM-Tool und auch ein Putztuch für das Display. Mein Computer ist ein MacBook Pro von 2021 mit dem M1 Max, 64 GB Unified Memory und einer 8 TB SSD. Mittlerweile gibt es zwar den Nachfolger, ich bin mit diesem aber nach wie vor voll zufrieden und nutze ihn für alle Projekte, an denen ich arbeite. Für meinen Einsatzzweck war der Wechsel zu den Apple Chips in den MacBooks wirklich ein Segen. Mehr Leistung als jemals zuvor und gleichzeitig keinen nervigen Lüfter, der mich stört. Seit einigen Wochen habe ich meinen Workflow aber etwas umgestellt und habe das MacBook jetzt aufgeklappt vor mir, unterhalb vom Pro-Display stehen. Statt externer Tastatur und Trackpad nutze ich nun das MacBook und habe zusätzlich den Vorteil, einen zweiten Bildschirm nutzen zu können. Gerade in Final Cut Pro, dem Schnittprogramm meiner Wahl, kann ich so mehr Fläche nutzen. Unten auf dem MacBook-Screen habe ich alle Medien, die ich dann nach und nach auf dem Pro-Display zum fertigen Video zusammenbaue. Wenn ich unterwegs bin, muss ich nur ein einziges Kabel aus dem MacBook ziehen und bin ready to go. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was diesen Workflow aktuell noch toppen könnte. Verhältnisweise neu sind meine Lautsprecher. Ihr wisst vielleicht, dass ich bis vor kurzem noch die KHK Rocket 7 G4 als Audiomonitore genutzt habe. Nach wie vor liebe ich den Klang und genieße es, den Tönen zu lauschen, jetzt aber an einem anderen Ort. Wenn ihr Interesse dran habt, mache ich auch gerne ein Video zu meinem Audio-Desk-Setup, was ich mir gerade parallel aufbaue. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Zugegebenermaßen sehen die KHK-Monitore aber nicht ganz so schick aus und da ich meistens die Musik über die HomePods im Raum höre, wäre die Größe auf meinem normalen Setup etwas übertrieben. Stattdessen habe ich jetzt diese kleinen Lautsprecher hier, das sind die Audio Engine A2 Plus, die viel schöner aussehen und für den Einsatzzweck sogar etwas besser geeignet sind. Im Vergleich zu den KHKs fehlt es zwar an Bass, aber die Klarheit ist nach wie vor da und die Mitten sind ausgeprägter, was für meine Videos mit der Stimmnachbearbeitung sogar praktischer ist. Auf der linken Seite vom Tisch habe ich dann meistens etwas zu trinken stehen, entweder eine Flasche Wasser oder ein frisch gemachter Cappuccino aus der Siebträgermaschine, die bei uns im Studio steht. Übrigens auch ein Produkt, zu dem ich unbedingt mal ein Video machen möchte, auch wenn ich selbst kein Profi in dem Gebiet bin. Als letztes bleibt dann nur noch der Bürostuhl, das ist der gleiche wie schon im alten Studio, der ist also auch knapp 3 Jahre alt und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Es ist das Modell Pure Fashion von der Firma Interstuhl, er ist bequem, sieht schlicht aus und es gibt ganz viele verschiedene Farbkombinationen, sodass man für jedes Setup den perfekten Stuhl findet. Das ist mein aktuelles Schreibtisch-Setup, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, schreibt gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare und vielleicht habt ihr ja auch Verbesserungsvorschläge, was man noch weiter optimieren könnte und ansonsten findet ihr auch unten in der Videobeschreibung die ganzen Produkte, die ihr in diesem Video gesehen habt, verlinkt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!